sitzt ganz harmlos auf einer Bank neben ihm eine Oma, vermutlich vor erkrankt. Er hat keine Masken in seinem Gesicht. Jetzt kommt er näher, ich fasse es nicht. Ich sage mal, was glaubt er, wer er ist? Ist er auf der Welt oder was? Das hat er davon. Ich darf nicht hackeln, ich bin ein Gefahr. Ich sitz da seit einem halben Jahr und schau nur auf den Plafond. Ich wart noch immer auf dem Härtefall von der Zage an. Sie zankt sie an. Ich zank sie an. Sie zankt sie an. Naja, nicht mit mir, lass mich nicht zum Nahen halten. Das haben sie jetzt davon. Du hast dich getroffen mit deinen Freunden, die Hände nicht gewaschen, wie mir scheint. Es ist verboten, den Virus zu inhalieren. Du Mörder, du durchinfizierter Lebensgefährder. Ich sag dir ja, sie sagt ja. Ja, ich sag dir ja, sie sagt ja. Entschuldigung, das ist mein gutes Recht, ja. Das hast jetzt davon. Ich schau auf dich, du schaust auf mich. Und die Regierung, die schaut auf sich. Ich hab die Vermutung, die halten uns für blöd. Seit wann herrscht im kleinen Wäusertal die Herdenimmunität? Ich sag euch ja. Das habt ihr jetzt davon. So, jetzt da, letzte Strophe. Mir ist ganz eng in meiner Brust. Ich bin so mir, ich hab auf nichts mehr Lust. Das Schlimmste ist, mir schmeckt Bier. Ich glaub, ich hab den Virus schon längst in mir. Ich sag mir ja. Sie sagt sie ja. Ich sag mir ja. Ich sag mir ja. Es ist das Beste für alle. Das hab ich jetzt davon. Ich hab Corona. Ich bin eine Gefahr für alle und alle sind eine Gefahr für mich. Deswegen sage ich alle an. Die und die ja, genau. Der Virus lässt niemand zurück. Er ist in uns allen. Heute wird jeder wen kennen, der wen kennt, der wen angesagt hat. Ich sage nur 100.000 Ansagte in einem Monat. Naja, das haben wir jetzt davon.